Herzlich willkommen zum Sondersender NRW TV Ultra HD Web TV, ein Minisender hier in NRW. So, Minisender, 1995 die Idee gehabt, 1995 auf der CeBIT, beziehungsweise seit 1979 daran gearbeitet. Wir hatten alle mal Lust, mit Web.de, mit Web.TV online zu gehen und schöne Sachen machen. An Geld war noch nicht gedacht, weil es an sich erst Spaß hatte gemacht, sich das da so zu bauen und so weiter und so fort. Bleiben wir beim Kern. Heute haben wir das Jahr 2018, reichlich vorbei das Ganze. Und jeder weiß, Facebook, YouTube etc. YouTube könnte, Facebook könnte auch vielleicht 2019 nicht mehr so sein, wie wir es kannten. Also machen wir noch mal ganz schnell so einen Videoclip. Also noch einmal, ob ARD, ZDF, WDR und so weiter, die 1995 dagegen waren, gegen das Web-TV, das Online-TV. Heute sind sie es selber, darauf gezielt, das wollten die auch. Wir Kleinen und Kleinsten sind natürlich mal wieder an die Wand genagelt worden. So, der Kern der Sache ist, egal ob ich jetzt aufführe, hier als AWR Movie Regie, Produktion für Foto, Film etc., und auch den Sender betreibe und den Sender auch online habe und Job auch und dass die Leute da rein können, dass wir Rubriken haben wie Star Wars, Film, Foto und so weiter. Das sind Sendungen, die ein bisschen Energiekosten, auch Kosten haben, die dann auf irgendeiner Seite gedeckt werden, um daraus dann für euch eine Unterhaltung zu generieren. Genauso wie Hall of the Fame. Ja, Hall of the Fame ist für Facebook exklusiv am 11.11.2018 gemacht. Nicht als humoristische Aktion für Karnevalisten oder so. Nein, für die, die wirklich Unterhaltung bieten. Das sind eine Menge. Musikalisch, texturlich, visuell. Ja. Einige drehen so gute Filme, dass es richtig Spaß macht, auf großer Leinwand aus dem Facebook heraus, aus dem YouTube-Bereich heraus zu streamen oder aus Amazon mittlerweile, Amazon Prime, heraus zu streamen und dann, so wie Bully Herbiger, seinen Film durfte man ja auch streamen. Macht also Spaß, dieses zu machen. Und wer das kann, weiß darüber Bescheid. Worauf möchte ich hinaus? ARD, ZDF, WDR und wie die alle heißen, alle Sendungen, auch die Sendungen, die wir machen. Wir können nicht helfen. Wir hören uns das an und plärren es raus, wir demonstrieren es, wir zeigen es, wir sagen, wir haben die Schnauze voll, hier, schaut mal, was geht hier denn ab, was geht denn hier ab? Wir können auf vieles verweisen, aber helfen dürfen wir nicht. Rechtliche Hilfe dürfen wir nicht ausüben. Wir dürfen weder einem Kanzler oder einem Präsidenten, wir können ihn anfragen, ja. Wir haben das BGH angefragt, wir haben den Bundesgerichtshof angefragt, wir haben die Bundespolizei angefragt, anfragen kann man. So, man kann auch versuchen zu recherchieren, aber helfen dürfen wir nicht. Wir können jetzt nicht einen, egal wer, auch immer, sich wo befindet, in Not oder noch schlimmer. Man kann darüber berichten. Man kann auch hoffen, dass sich jemand erbarmt, dieser Person hilfreich zu sein. Also denkt bitte dran. Ich gehe zur Presse, ich gehe zur Bildzeitung, ich gehe zur BATZ. Schön für dich, kannst du ja auch. Aber es bringt dir nichts. Es wird zwar gelesen, ey, der Herrmann sitzt in der Kreide. Frage ist natürlich, ob die Leute Interesse haben, diesem Herrmann dann zu helfen. Was haben wir denn da noch? Ja, diverse Sachen, die da so täglich passieren. Mit Vermietern, Immobilienblase, Immobilienkriminalität etc. Also man kann darauf hinweisen. Man kann sagen, hammer, da und da funktioniert das nicht richtig. Da und da sind die Vermieter ein bisschen merkwürdig unterwegs. Mehr geht nicht. Man kann ihnen zwar ein bisschen journalistisch auf den Keks gehen. Ja, man kann darüber berichten. Ja? Man kann es hervorheben. Aber wir heben es tagtäglich hervor bei Facebook, YouTube und so weiter, dass es schon zu vieles hervorhebt. Ist. 1979 war die Idee, da gab es noch viele Spielfilme drüber. 1995 wurde die Idee ins Leben gerufen. Web-TV. Ja, uns gibt es ja halt auch schon sehr lange. UPROM-TV, du bist TV. Ja, dann die ganze Plattform, die es halt nicht mehr gibt. Seven Note war eine super Geschichte und UDE Community. Ja, die waren wirklich. Also wir hatten angefangen mit ICQ, wir alle. Ja, dann waren wir bei Skypen, wir alle. Ja, und jetzt wissen wir ja, brauchen wir nicht drüber reden, wir sind jetzt WhatsApper, Instagrammer, Facebooker, YouTuber und es gehört alles so den großen Größen.
Mittlerweile ist auch Amazon die neue Religion. Ne? Bis zum Mond, zum Mars, das war's. Die neue Religion, Amazon. Ne? Gleichzuzeichnen wie Barbarella, Harley Davidson. Barbarella, der Film kennt ja auch, Harley Davidson war auch deren neuen Religion. Da könnte man das dann auf Amazon beziehen, das Ganze. Also lange will ich euch jetzt hier auch nicht aufhalten. Ich möchte nur euch erklären, dass Sender, ARD, ZDF, WDR, wie die alle heißen, egal, in euren 16 Bundesländern sind ja verschiedene, euch nicht helfen können. Sie können zwar über euch berichten, was einige von euch nicht wissen, ihr könnt auch welche kommen lassen, das kostet Geld. Ihr zahlt auch dafür, damit die dann über euch berichten. Seid aber bitte auch vorsichtig mit irgendwelchen Berichten über irgendetwas, was nicht so richtig durchscheint. Ne? Ja, also da stecken auch irgendwelche Sponsoren hinter, keiner weiß was. Und das ist schon so ein kleiner Hauch von Merkwürdigkeit. Ne? Also seid bitte vorsichtig mit irgendwelchen Sachen. Helfen könnt ihr nur euch selbst und man kann euch nur die Daumen drücken, dass euch geholfen wird. Mehr geht nämlich gar nicht. Ne, man nimmt hier Anteil hier von subjektiven Sachen, da haut einer Kokosnüsse weg und was weiß ich, da schreit einer wegen, ihr wisst schon, also jeden Tag stehen da Themen, aber man kann darüber berichten, aber helfen kann man nicht, weder dem Opfer, weder dem Täter kann man helfen, weil das rein rechtlich die Medien nicht dürfen. Das Medienrecht ist da ziemlich präzise, dass Medien nicht helfen dürfen, sie dürfen auch nicht eingreifen. Und diese suggestive Eingreifen, was ihr der Annahme seid, dass eingegriffen worden wäre, stimmt nicht. Es wurde nur berichtet. Es wurde wieder eine Sendung gefüllt, damit die Sendung einen Inhalt hat. Ja, ihr könnt es ja mal versuchen. Ihr könnt es ja mal mit Quer versuchen. Im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel. Quer ist eine tolle Sendung. Der greift sicherlich irgendwas auf, aber nicht eure Sache. Ja? Und verschiedene Sachen werden dann mit ganz anderen Leuten gemacht. Es geht dann sich nur ums Geld verdienen. Eine Sendung besteht aus Sendungen, aus Berichten, aus Meinungen, die aber, wie gesagt, ihr selber eruieren müsst, ob das so ist und auf euch zugeschnitten so sein könnte. Denkt bitte daran. Fernsehen hilft euch nicht. Zeitung hilft euch auch nicht. Die Medien dürfen nicht helfen. Die Medien haben das Recht zu veröffentlichen. Das haben sie. Die Medien haben das Recht, es richtig ins Licht zu rücken oder auch nicht. Die Medien unterstehen dem Kanzler als Vorsitzender. Ist halt so und Gremien und so weiter. Dass natürlich nicht alles gezeigt werden darf, liegt an der Richtlichkeit, also das Recht im Senden. Man kann nicht alles senden oder zeigen, das geht nicht. Und wie gesagt, muss auch revidiert werden, wenn da ein Fehler vorliegt. Noch einmal. Fernsehen hilft nicht. Fernsehen zeigt euch nur, was das zeigen möchte und darf. So. Mario Barth mit seiner Sendung kann nichts ändern. Er kann nichts ändern. Er kann zwar zeigen, dass da Schindluder getrieben wird mit euren Steuergeldern, mehr geht nicht. Das ist eine schöne Sendung. Mario Barth verdient sein Geld damit. Der Sender hat einen Sendeplatz und gut ist. So funktioniert eine Sendung. So, meiner einer weiß das und deswegen sendet er auch nicht so viel, weil natürlich sehr viel Geld kostet und sehr viel Recherche, um es zu einer Sendung zu bringen. Natürlich kann man eine Warnung raushauen, man kann eine Warnung raushauen über Vermieter, auch Immobilien und all solche Sachen. Natürlich kann man das. Ja, man kann auch richtig da einsteigen und die Leute auflaufen lassen wie Fass ohne Boden. Nur solche Sendungen gibt es ja gar nicht mehr. So, der Anwalt, der alles gezeigt hat, die gesamten Rechtsirrtümer, dieser Anwalt, den gibt es auch gar nicht mehr hier in Deutschland, weil er auch die Faxen dick hat, der lebt jetzt in London. Er hat wunderbare Bücher rausgebracht mit den sogenannten Rechtsirrtümern. Natürlich kann man jetzt spekulieren, da jetzt alle gehen wollen, ja? Von den Linken zum Beispiel, die Wagenknecht will gehen, dann die CSU, der Seehofer will gehen, Merkel will auch gehen, also irgendwie irgendwas stimmt nicht und sie wollen das Ruder irgendwelchen wirtschaftlichen Lobbyisten übergeben, darüber kann man auch berichten, der Herr Merz zum Beispiel, der versteht ja gar keinen Scherz, die Frau Nahles will den Sozialstaat umbauen, der Herr Merz will umbauen, also auf Deutsch, Arbeit bis zum Umfall, wer nicht arbeitet, hat Pech, so ungefähr wie in den USA. Wenn wir die USA sozialen Sachen bekämen,
dann wäre wohl Holland in Not. Dann hätten wir wirklich hier irgendwo in allen Bundesländern irgendwo eine kleine Bronx, wo irgendwelche Schattenwesen ihr Unwesen treiben. So, das wollen wir natürlich hoffen, dass das nicht passiert. Wir wollen hoffen, dass alles gut wird ab 2019, 2020. Mehr können wir nicht. Wir können nur hoffen, dass irgendein Beitrag, wir können nur hoffen, dass irgendein Sprecher, wir können nur hoffen, dass Facebook nicht so tief abdriftet. Wir können hoffen, dass YouTube bleibt. Ihr merkt, wir hoffen immer. Wir hoffen immer und wissen nicht. Wir wissen nicht, was die Hoffnung uns bringt. Aber lasst uns einfach mal hoffen, dass eine Hoffnung uns was bringt. Also in dem Sinne, also wie gesagt, denk an die Medien. Wir können berichten, tun wir gern. Wir produzieren auch gern. Wir machen also auch gerne lustige Sachen. Aber wie das so ist, die EU-Vorschriften, die EU-Verordnungen machen alles kaputt. Mehr und mehr. Und irgendwann müssen wir eine Nummer ziehen. Da steht dann drauf, ab 13.30 Uhr darfst du bis 13.35 Uhr deine Meinung in die Öffentlichkeit bringen. Punkt. So, toll. Und das war's dann. Zum Beispiel. Wollen wir nicht hoffen? Metropolis 1927. Wollen wir nicht hoffen? Die totale Überwachung. Wollen wir nicht hoffen? Also wir hoffen, dass es uns irgendwie, irgendwo weitergeht. Mit uns als Mensch. Ja, und dass jede Persönlichkeit vor der Kamera, hinter der Kamera seine Persönlichkeit auch behält. Also einfach ist es ja nicht. Also denkt dran, wir vom Sondersender UltraD Web TV, die täglich hier arbeiten, die täglich hören und täglich nach- und überdenken, ob wir sollten oder nicht sollen. Das, was wir machen, ist klar, das ist Dienstleistung, das ist Arbeit, die bezahlt wird. Die sieht keiner, die hört keiner, die bekommt nur die Person, die den Auftrag auf den Weg gebracht hat. So bleibt es, so ist es. Und ja, wir hoffen, dass es weitergeht, gut weitergeht und dass wir alle zusammen tolle Action haben, die uns wirklich gut tut. So, in dem Sinne. Euer AWR Movie, Film und Fotoproduktion. Ja, wir helfen. Wir helfen da, wo wir können und dürfen. Vor allen Dingen dürfen. Ja. Andere, seid vorsichtig, gibt es nicht. Es gibt keine Medienhilfe. Die können euch nicht helfen. Die holen euch aus keinem Loch raus. Das ist schon mal klar. Ja? Das ist so, das bleibt so, wird sich nie ändern. Ja? Okay, macht's gut. An alle Zuschauer, Kunden, was sind Medien? Die neuen und wie gesagt die alten Medien. Die waren dazu da, um das Volk zu unterhalten. Andere sagen Brot und Spiele. Ja, Alfred Tetzler etc. und die da auf den Bühnen waren und vor allen Dingen die vom Theater dann zum Film gegangen und uns dann in den 48er aufwärts unterrichtet, neu ausgerichtet und auch unterhalten haben. Diverse Schauspieler etc. pp. Also Medien ist ein Ort, eine sogenannte Rundfunk-Fernsehanstalt, die Sendungen produziert, zwecks Unterhaltung. Dazu sind natürlich auch Unterhaltungssendungen, wie politisch und so weiter. Aber, wie gesagt, die dürfen nur berichten über Immobilienblasen, Immobilienhaie und so weiter. Sie dürfen auch berichten über Duisburg-Marxloh. Und Duisburg-Marxloh wird beschrieben, No Era, all solche Sachen werden da beschrieben, ob sie stimmen oder nicht, das muss jeder selbst herausfinden. Es wird auch manchmal über irgendetwas berichtet, man ist live dabei, das ist mir mal passiert, da live wirklich da berichtet, da habe ich da angerufen, hör mal, wo soll denn das hier sein, ich bin hier gerade vor Ort, ich will auch gerne recherchieren, ich will auch gerne Aufnahmen machen, dann kommen da so Stottereinheiten wie, hallo, grüße. Okay, einfach ran.